Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir basteln heute wieder was. Wir haben Donnerstag. Letzte Woche ist es ausgefallen. Vorletzte Woche waren wir im Stadtteil unterwegs. Die Woche davor haben wir String Art gemacht und davor mit CDs gebastelt. Und heute werde ich euch erklären, wie man Schablonen macht. Also Stencil Art. Die Stencil Art selbst kommt aus dem Bereich der Street Art oder Urban Art, ist erfunden worden, und jetzt würde ich mal einfach so sagen, also es gibt ganz viele Bereiche natürlich, wo schon mit Schablonen gearbeitet wurde, schon immer, also das heißt bei Siebdruckverfahren, bei Druckverfahren, Plakat, bei all diesen Bereichen wird natürlich schon immer mit Schablone gearbeitet oder mit dem System, wie man mit einer Schablone arbeitet. Jetzt im Bereich der Street Art ist es ganz einfach, wenn ich eine Schablone vorbereitet habe, bin ich fixe an der Wand. Fertig. Auch hier wieder muss ich sagen, das ist illegal. Also das, was wir heute machen, ist eine Schablone vorzubereiten, damit ihr euch dann schöne Leinwände daraus machen könnt oder T-Shirts, also mit verschiedenen Farben arbeiten, die Textildruck ermöglichen, aber nicht, um damit rauszugehen und Wände bunt zu machen. Was braucht ihr alles, um eine Schablone zu machen? Wenn ihr keinen Computer habt, das heißt, nicht Zugriff habt, um euch eine Schablone zu drucken, sondern euch selbst eine herstellen wollt, braucht ihr auf jeden Fall Papier und Stift und ihr braucht eine Idee, was ihr drucken wollt. Ihr könnt das selber zeichnen. Ich mache jetzt mal einen ganz einfachen und halte den in die Kamera. Also das ist das Einfachste, was es gibt. Das heißt, wir haben hier einfach einen Smiley. Den kriegt jeder hin und den zeichnet man sich selbst mit Stift auf ein Papier und schneidet sich den dann aus. Man kann aber auch mit dem Computer arbeiten und sagen, man gibt einfach mal als Begriff Stencil ein und danach dann, was auch immer ihr möchtet, Stencil Blumen, Stencil Tiere, Stencil Tiger, Snoopy, Stencil Schrift, Stencil SchauspielerInnen. Das heißt, ihr könnt das eingeben und könnt dann euch euer perfektes Stencil raussuchen. Wenn ihr dann euer Stencil habt, digital oder selbst gemacht, braucht ihr bestenfalls eine Schneidematte. Wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, eine Schneidematte, das hat nicht jeder, dann nehmt ihr einfach ein Küchenbrett. Funktioniert auch gut als Base. Ich würde euch aber von Holz abraten, dann nehmt ein Plastikküchenbrett. Dann braucht ihr entweder eine kleine Nagelschere, weil ihr mit dem Cutter noch nicht so gut arbeiten könnt oder noch zu jung dafür seid, dann macht ihr es mit einer kleinen Nagelschere. Fragt dazu bitte eure Eltern und fangt nicht einfach an, selber alles rauszusuchen, sondern fragen hier, ich möchte ein Stencil machen, eine Schablone machen und dazu brauche ich ein bisschen Ausstattung. Oder aber, wenn ihr schon alt genug seid, funktioniert auch ein Cutter. Das ist kein Cutter, sondern das ist ein Skalpell. Und die Skalpelle gibt es bei der Apotheke für 1 Euro. Aber was hier wichtig ist, ist, ich bitte euch vorher mit euren Eltern drüber zu reden. Ab einem bestimmten Alter kann man damit sehr gut umgehen. Man kann auch damit umgehen, wenn man jünger ist, aber dann unter Aufsicht. Die Dinger sind sauscharf. Es kann richtig schief gehen und auch wenn man erwachsen ist oder schon älter, kann es durchaus sein, dass man sich damit wirklich verletzen kann. Deswegen bei sowas immer in Absprache mit Erwachsenen. Also zu achten ist bei einer Schablone, dass es nicht, eine Schablone darf in sich nicht auseinanderfallen. Das bedeutet, alles, was jetzt hier schwarz ist, gezeichnet oder ausgedruckt, muss ausgeschnitten werden. Das Weiße darf nicht geschnitten werden, nur um die Schwarzen rum. Denn wenn ich anfange, im Weißen zu schneiden, wird meine Schablone rausfallen. Ich erkläre euch das jetzt an dem Kreis. Also würde ich hier um diesen Kreis rumschneiden, einfach komplett, um alles Schwarze, ohne diese Brücke, die es hier gibt, würde Folgendes passieren. Der Kreis fällt aus dem Blatt. Fertig. Dann habe ich keinen Smiley, sondern ich habe einfach einen Kreis. Ich will aber einen Smiley. Das bedeutet, ich baue Brücken hier rein. Ich zeige euch gleich noch mehr Schablonen, wo man praktisch Brücken sieht. Und ich erkläre euch jetzt noch an weiteren, wie Brücken funktionieren. Also zum Beispiel hier haben wir ein Minion. So. Und bei dem Minion ist es so, da sieht man super gut. Hier das alles sind Brücken. Das heißt, die sind danach eingebaut worden, um praktisch den Minion nicht aus seiner Schablone fallen zu lassen. Wir gucken nochmal. Hier ist ein Snoopy. Und Snoopy, da ist es auch so, eingebaut worden, damit der Snoopy, hier sieht man eine super Brücke, nicht aus seiner Schablone fällt. Ihr sucht euch euer Stencil, eure Schablone, digital oder ihr malt eine. Und dann habt ihr sie auf dem Blatt Papier und dann könnt ihr sie schneiden.
würde jetzt bedeuten, ich habe ein schönes Bild, ich habe mir das ausgedruckt und jetzt möchte ich es gerne ausschneiden. Merke aber, dass wenn ich alle schwarzen Flächen ausschneide, praktisch mein ganzes Bild rauskippt. Also was ich vorher machen muss, ist mir das angucken und überlegen, wo genau schneide ich und wo genau schneide ich nicht. Und wenn es aber passiert, dass ich unterm Schneiden mal so ein bisschen drüber komme, ist das nicht schlimm, weil man kann alles kleben. Dann will ich euch noch unterschiedliche Schablonen zeigen. Und zwar, ich kann auch eine Schablone zweifach aufteilen. Das heißt, das ist das Fill-In, das ist die Base vom Snoopy. Die wäre jetzt zum Beispiel weiß, weil wir kennen Snoopy weiß. Und das sind die Outlines von Snoopy. Also ich habe zweimal Snoopy als Schablone. Einmal mit seiner Hautfarbe, was bei Snoopy weiß ist. Und dann mit seiner Outline schwarz. So, also ich habe mir was ausgedruckt, ich möchte den Smiley haben. Dann habe ich meinen Cutter oder meine Schere und ich zeige euch das jetzt mit beiden, mit Cutter und Schere. Was ich jetzt mache, ist den Cutter ansetzen und praktisch um alles rumgehen, was schwarz ist. Aber nicht, und es ist ganz wichtig, ums Weiße. So, und ich bin jetzt ein sehr schlechtes Vorbild. Niemand schneidet im Stehen mit einem Cutter, sondern man setzt sich an den Tisch, man hat die Finger weg von dem weißen Blatt und dann schneidet man die Sachen aus. Und wenn das aber noch nicht gut geht mit einem Cutter, dann kann man auch eine Schere benutzen. Am besten so eine kleine. Da kommt man in alle Lücken rein. Und dann benutze ich praktisch, nehme ich jetzt zum Beispiel mein zweites Auge. Und dann zeige ich euch das. Und schneide praktisch mein zweites Auge hier aus. Und wichtig ist, dass ihr euch, wie ich vorher schon erklärt habe, hier die Lücken lässt. Also, das bedeutet, hier jetzt würde ich das Schwarze ausschneiden, das Schwarze, das, den Mund und das. Aber nicht hier und hier. Warum? Ich möchte nicht, dass mein Smiley aus meinem Blatt Papier fällt. Tada! Das ist der Smiley ausgeschnitten. Man sieht hier im Hintergrund meine Hand. Und was man jetzt natürlich auch noch machen kann, ist, dass man sagt, man nimmt den nochmal einen ganz normalen Kreis einfach, ohne Gesicht, also ohne diese Brücken, die hier oben sind. Und hat dann praktisch auch noch die Fill-In, so wie ich es vorher erklärt habe beim Snoopy. Und jetzt geht's aber ans Drucken oder Malen oder Tupfen. So, die drei Möglichkeiten habt ihr. Ihr könnt zum einen mit einer Spraydose arbeiten. Dazu benutze ich jetzt Spraydosen von Marabu, weil man die benutzen kann im Raum. Es ist nämlich so, wenn ihr euch normale Spraydosen holt, dann würde ich euch nicht empfehlen, dass ihr diese Sprühdosen in euren Zimmern benutzt, sondern die benutzt man draußen auf einer Terrasse oder draußen auf dem Hof vom Jugendheim oder sowas oder vom Jugendladen, aber nicht und vor allem mit Maske, aber nicht indoor. Aber die Farben von Marabu sind auf Wasserbasis und die können indoor benutzt werden und genau, eine Staubmaske ist praktisch alles, was man dazu braucht. Ihr könnt also mit Dose Schablonen bearbeiten. Ihr könnt mit Pinsel Schablone bearbeiten, ganz normal. Eine Farbe, Acrylfarbe und ein Pinsel, mehr brauche ich nicht. Oder aber ihr könnt, wenn ihr weder Dose noch Pinsel habt, auch tupfen. Und dazu braucht ihr einfach nur ein Küchentuch oder einen Küchenschwamm. So diese ganz normalen, günstigen, gelben Schwämme. Und dann kann man die in Farbe tunken und damit die Schablone nachfahren. Ihr sucht euch selber aus, wo ihr es drauf haben wollt. Was momentan hat er leider nicht auf, aber es gibt beim 1-Euro-Shop oder bei Teddy gibt so günstige Pappkarton-Leinwände. Die sind eigentlich ganz schön. Und beim Baumarkt gibt es die auch. Also die findet man relativ günstig. Aber es gibt ja auch, also man findet auch, wenn man zu Hause ist, ganz oft ganz viele Sachen. Also ein guter Pappkarton, wo irgendwie was eingepackt war, von einem Paket, ist auch noch eine super Base, ist auch schon eine super Base für eine Leinwand. Man muss nicht immer gleich was Teures holen oder ein ganz normales Holzbrett. Das heißt, wenn ihr ein gutes, viereckiges Holzbrett habt, habt ihr die perfekte Leinwand, um damit zu arbeiten. Ihr seht, eine ganz normale Schublade benutze ich jetzt. Hier ist mein fertiger Stencil und das erste, was ich euch zeigen will, ist, wie ich es mit einem Pinsel mache. Ich nehme jetzt den Pinsel und was ich mache, ist praktisch überall da drauf gehen. Fertig. Das war's. Tada! Das war mit dem Pinsel gemacht. Jetzt mache ich dasselbe mit einer Dose für Indoor. Also, ich habe wieder hier meinen Smiley. Ich nehme wieder schwarz. Das ist eine Dose für Indoor.
Und was ich jetzt mache, ich sprühe mich selber an. Nein. Oh ja. Okay, so habe ich noch nie gearbeitet. So, ich glaube, ich habe ihn. Einmal drauf und weg. Da ist er. Und jetzt das dritte Mal. Das ist die günstigste Lösung, wenn man weder Dose noch Pinsel zu Hause hat. Ein Küchentuch falten und einfach in die Farbe eurer Wahl eintunken. So. Und dann mit dem Küchentuch tupfern. Das ist praktisch die Lösung. Ich habe gerade diese Sachen nicht zu Hause, aber ich möchte es trotzdem machen. Und dann einfach mit der Farbe einmal die ganze Schablone nachtupfen. So. Es sieht jetzt komisch aus, wie ich das mache. Natürlich, wenn ihr zu Hause das nachmacht, dann ist es super, wenn ihr euch die Leinwand vor euch legt und wenn ihr dann von oben arbeitet und nicht vorm Bauch, wie ich. Aber ich würde euch das natürlich gerne zeigen, online. Noch besser wie ein Küchentuch ist die Schwämme, mit denen man Spülschwämme. Jetzt nehme ich das mal ab. Ja. Da ist er. Wenn man es rougher haben will. Das ist rougher, richtig. So, drei Smileys mit drei verschiedenen Möglichkeiten. Und ganz am Schluss will ich euch noch zeigen, wenn ihr sagt, das ist mir alles ein bisschen zu viel, mit dem selber zeichnen, mit dem selber raussuchen, mir zu überlegen, was ich möchte. Dann gibt es die Möglichkeiten, sich auch Schablonen zu kaufen. So, da muss man ein bisschen gucken. Sowas ist natürlich auch teuer. Das heißt, alles, was du selber machst, ist immer schöner und günstiger. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich Schablonen zu kaufen. Zum Beispiel, da ist dann so eine mit lauter Schriftart. Das sind dann verschiedene Schriftarten, Buchstaben, Blumenmuster. Aber es gibt auch welche von Superhelden und so weiter und so fort. Genau. Im Medienstudio Bornheim arbeite ich sehr viel mit Schablone. Die Kids, die da hinkommen, wissen das. Und im Naxos-Atelier arbeiten wir sowieso wöchentlich mit der Schablone. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns natürlich schreiben. Oder sagt, ich habe das nicht ganz verstanden. Da sind ein paar Sachen, die würde ich noch mal gern wissen. Ansonsten seid ihr recht herzlich eingeladen, auf beide Internetseiten zu gehen. Einmal vom Naxos-Atelier oder vom Medienstudio Bornheim. Googelt uns einfach, ihr findet uns fix. Und wir helfen euch gern weiter und ihr könnt auch gerne immer zu Besuch zu uns kommen. Dann mit Maske und mit Abstand natürlich und mit allen Hygienemaßnahmen, die wir gerade noch gemeinsam einhalten müssen und mit Anmeldung. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass ihr kommt. Und viel Spaß beim Schablone selber machen. Dankeschön. Tschüss, Vater.